Meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen zur Eröffnung der Ausstellung Menschenschatten, L'ombre des hommes, Werke von Seiji Kimoto. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Park Explore Wendel in Petite Rosselle. Was Sie heute hier bei uns bis zum 11. Januar 2019 sehen können, ist der zweite Teil einer grenzüberschreitenden Ausstellung. Im Sommer war bereits in der ehemaligen Kohlewäsche des Park Explore Wendel in Petite Rosselle eine Auswahl der großformatigen Skulpturen von Seiji Kimoto zu sehen. In der Stiftung Demokratie werden nun ausgewählte Tuschezeichnungen und ergänzende Plastiken zu sehen sein. Zunächst darf ich die Hauptperson des heutigen Abends, Seiji Kimoto, mit seiner Frau Ursula ganz herzlich willkommen heißen. Ohne den Ausführungen meiner Kollegin Dr. Verena Paul vorzugreifen, die Ihnen die Arbeiten von Seiji Kimoto gleich vorstellen wird, möchte ich zum Ausdruck bringen, dass das künstlerische Schaffen von Seiji Kimoto hervorragend zur Arbeit der Stiftung Demokratie Saarland passt. Die Themen Macht und Ohnmacht sind ein grundlegender Gedanke in seinem Schaffen und leisten einen großen Beitrag zu einer aktiven Erinnerungskultur, der wir uns besonders verpflichtet fühlen. Darüber hinaus begrüße ich Kathi Schumacher und Cedric Dengler vom Park Explore Wendel in Petite Rosselle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Brustton der Überzeugung kann ich an dieser Stelle sagen, dass die sehr angenehme Zusammenarbeit mit dem Park Explore Wendel unsere Erwartungen nicht nur bei weitem übertroffen hat, sondern dass die Zusammenarbeit längst zu einer festen Konstante unserer Arbeit insgesamt geworden ist. Zwar wurde die Kooperation auch durch einen formalen Vertrag förmlich besiegelt, wesentlich ist aber, dass sie durch gemeinsame Projekte sozusagen gelebt wird. Nach den Ausstellungen Verdun 100 Jahre danach, Mutwege, Widerstand an der Grenze und Bergarbeiterfrauen ist diese Ausstellung bereits das vierte Ausstellungsprojekt, das wir zusammen mit unseren französischen Freunden seit Oktober 2016 organisiert haben. Ich darf in diesem Zusammenhang die Gelegenheit wahrnehmen und darauf hinweisen, dass am 12. November mit dem Vortrag von Professor Krummeich eine gemeinsame Veranstaltungsreihe zum Thema 100 Jahre Versailler Vertrag mit insgesamt 9 Vorträgen beginnt, die unter der Schirmherrschaft von Catherine Robinet, der französischen Generalkonsulin, steht. Die Vorträge finden alternierend in Petite Rosselle und bei uns statt. Darüber hinaus werden wir ab dem nächsten Jahr Fahrten in das Bergbaumuseum nach Petite Rosselle für saarländische Schülerinnen und Schüler anbieten und weitere Projekte aus den Bereichen Musik und Literatur konzipieren. Ich bedanke mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun meine Kollegin Dr. Verena Paul bitten, Ihnen das Werk von Seiji Kimoto näher zu bringen. Lieber Seiji, liebe Ursula Kimoto, meine sehr geehrten Damen und Herren. Menschenschatten, ein Wort, das so vielschichtig ist wie Seiji Kimotos Werk. An was denken wir? An menschliche Silhouetten, die sich auf Böden, Wände oder auf Gegenstände legen? An die dunkle, ja vielleicht abgründige Seite des Menschseins? Oder drückt sich in der Abwesenheit des Lichtes gerade die Präsenz des Wesentlichen aus? Es ist wohl beides. Und genau diese Ambiguität, diese Offenheit prägt Seiji Kimotos Kunst. Kunst, so sagt er, muss uns berühren und Spuren in uns hinterlassen. Und in der Tat bindet Seiji Kimoto die Betrachter sowohl mit den figurativen als auch mit den sich der Gegenständlichkeit entziehenden Arbeiten in ein Geflecht aus Gefühlen und Gedanken ein. Dabei werden wir Zeugen einer zerreißenden Stille, die aus überdehnten, geknebelten und fragmentierten Leibern entströmt. So auch die Plastik Widerstand, die im Foyer der Stiftung Demokratie Saarland ihren Platz gefunden hat. Ein sitzender, nach vorne gebeugter, ausgemergelter Körper mit gefesselten Armen, die nach oben weisen. Und dann diese markanten, überdimensional großen Hände, die mit der ihr zur Seite gestellten Tuschearbeit in Dialog treten.
Hier die deutlich erkennbaren plastischen Hände, dort die abstrakten schwarzen Tuscheverästelungen sowie eine kaum sichtbare weiße, hilfeanbietende Papierhand, die als Collage-Element in die Zeichnung eingearbeitet wurde. Dies ist eine mögliche Erzählung. Doch Seiji Kimoto gewährt den Betrachtern Freiräume in der Wahrnehmung, in der Erkundung seiner Arbeiten und damit bei der individuellen Interpretation. Seine Plastiken, die in unserer Ausstellung die Arbeiten auf Papier nur ergänzen, erzählen Geschichten von entgleister Machtanwendung an unterdrückten, versehrten und gemarterten Körpern. Sie fragen nach den Ursprüngen einer entfesselten Unmenschlichkeit, nach Menschenwürde und menschlichen Werten. In ihrer klaren, unverkennbaren Formensprache, die die widerstreitenden Prinzipien von Spaltung und Bindung, Druck und Aufbegehren, Spannung und Lösung in sich vereinen, machen die skulpturalen Arbeiten Unterdrückung nicht nur begreifbar, sondern erlebbar. Dabei spielt auch der Kontext, der Ort ihrer Präsentation eine wichtige Rolle. Das Überraschende, Seiji Kimotos Werke finden an jedem Ort ihren Platz, entwickeln eine neue Strahlkraft. Ob in ehemaligen Konzentrationslagern wie Mauthausen oder Natzweiler, in früheren Untersuchungshaftanstalten wie Berlin-Hohenschönhausen oder in öffentlichen Gebäuden. Ob in moderner Stahlbetonarchitektur wie der unseren oder aber in Industriebauten wie der ehemaligen Kohlewäsche auf dem Gelände des Park Explore Wendel. Dort interagierten die Menschenschatten, l'ombre des hommes, mit dem Raumkorpus aus Stein und Metall zu Beginn unserer grenzüberschreitenden Werkschau in diesem Sommer. Eine kleine Auswahl von Seiji Kimotos Plastiken im öffentlichen Raum finden Sie in den Fotografien im Treppenhaus dokumentiert. Von einer gleichermaßen gestalterischen als auch inhaltlichen Pointierung sind Seiji Kimotos Tuschezeichnungen, seine traditionellen japanischen Rollbilder, die Bildobjekte sowie die Kalligrafien, die Christian Morgensterns humorvolle Lyrik ebenso faszinierend in Schrift und Bildzeichen bannen wie die Haikus des japanischen Dichters Issa. In ihrem kontemplativen Duktus stehen die Tuschezeichnungen ganz in der Tradition der Zen-Malerei, werden jedoch durch geometrische Strichinterventionen herausgefordert. Auf diese Weise verwandeln sie Stillstand in Bewegung, Schwere in Leichtigkeit und Geschlossenheit in Öffnung, sodass die kraftvollen Pinselschwünge und die filigranen Linien in einen spannenden Dialog treten. Während uns die skulpturalen Arbeiten Schmerzgrenzen regelrecht erspüren lassen, werden wir von den Tuschearbeiten behutsam ins Zentrum des Unrechts geleitet. Auch sie sind, wie die Plastiken, von Motiven wie Steinen, Tropfen, menschlichen Gestalten oder dem Seil, ob als Galgenstrick oder Element der inneren und äußeren Befreiung, geprägt. Das dreiteilige Bildobjekt im Entree-Bereich richtet das Augenmerk ebenfalls auf den Menschen oder auf das, was Menschen ihren Mitmenschen antun können. Der Körper zu einem Fragezeichen deformiert, mit übergroßen, verwachsenen Füßen und Händen, aus denen sich wiederum Gestalten herausschälen. Die Figuren sind von Seilelementen geschnürt oder getragen und es bleibt überall diese Schwebe zwischen Macht und Ohnmacht. Philosophen wie Theodor W. Adorno stellten einige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Frage, ob Kunst überhaupt noch sein dürfe. Und Michail Vyshokhrod war der festen Überzeugung, dass Kunst dem Holocaust nicht angemessen ist, dass sie dem Leiden den Stachel nehme. Seiji Kimoto führt den beeindruckenden Gegenbeweis. Seine Kunst hält das Menschsein, aber auch die Geschichte wach, lässt uns die Vergangenheit nicht vergessen, weil wir vielleicht sonst, wie George Santayana sagte, verdammt sind, sie zu wiederholen. Seiji Kimoto, 1937 in Osaka geboren, ist und bleibt ein ewig Reisender zwischen den Weltkulturen, als Mensch, aber natürlich auch in seiner künstlerischen Arbeit. Stets auf der Suche nach menschlichen Werten, nach der Würde des Menschen. Dergestalt findet in all seinen Werken eine faszinierende Symbiose von japanischer Tradition und europäischer Moderne statt. Sein Verständnis von Zen hat nichts mit den hiesigen Modeerscheinungen zu tun. Seiji Kimoto lebt Zen, denn Zen ist Grundgerüst seines Denkens und Basis seines Engagements für die physische, geistige und seelische Freiheit des Menschen. Früh wurde der japanisch-saarländische Künstler mit den Themen Gewalt, Zerstörung und Ohnmacht konfrontiert, denn bereits als Kind erlebt er die verheerenden Bombardements im Zweiten Weltkrieg in Japan.
Später setzt er sich kritisch mit der Geschichte des Nationalsozialismus sowie der Gewaltherrschaft in der ehemaligen DDR auseinander. Das Erspüren und das Verstehen wollen von Auswüchsen der Gewalt finden Eingang in seine Werke, die in vielen Schichten das Abgründige des Menschen freilegen und zugleich das Maximum des körperlich und seelisch Ertragbaren aufzeigen. Mit feinem Gespür für Recht und Unrecht reflektiert er kreativ, mutig und stets an der Sache orientiert Geschichte und Zeitgeschehen. Dass gerade seine Papierarbeiten immer wieder von Humor und Ironie durchdrungen sind, zeigt, wie Paul Berthemes so treffend sagt, dass der Künstler selbst Mensch geblieben ist. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir, lieber Seji, und bei dir, liebe Ursula, bedanken für euer Engagement während der gesamten Ausstellungszeit in Frankreich, aber auch hier in Saarbrücken. Ich danke Gerard Brück und Kathi Schumacher, mit der ich immer wieder gerne zusammenarbeite. Und nicht zu vergessen, danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen, die überhaupt ermöglicht haben, dass sie jetzt die Werke so gehängt sehen und dass das Layout gemacht ist für das Plakat. Ich nenne sie einfach, nicht alle sind da, Carmen Oschmann, Heinz Melchior, anwesend Timo Matthijs und Elisabeth Saar. Vielen Dank und damit übergebe ich den beiden Protagonisten das Wort. Ich bin kein Protagonist, ich bin nur Begleiter. Und zwar Begleiterin seit sehr vielen Jahren, Jahrzehnten, bin ich mit diesem Menschen zusammen, mit diesem Künstler zusammen und habe im Grunde, könnte zu all den Werken etwas sagen, aber liebe Verena, du hast es so wunderbar formuliert und so mit so viel Empathie dich in das Werk von Seji eingefühlt, da kann ich nichts dazu ergänzend sagen. Okay. Ich bedanke mich aber auch und ich weiß, dass ganz herzlich in deinem Namen für die wunderbare Zusammenarbeit mit dir jetzt in der letzten Zeit, mit Herrn Rautz. Vom ersten Treffen an, Herr Rautz, ich weiß noch gut, wir waren hier in diesem Raum und wir haben festgestellt, dass seine Arbeit, es ging damals um Struthof, eigentlich zur Stiftung Demokratie gehört. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und danach gab es ja dann einige Treffen und dann die Verbindung zu Petite Roselle, zu Gerard Brück und Kathi Schumacher und Cedric Dengler, war also auch eine sehr gute Erfahrung, die wir miteinander teilen durften. Und auch dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich in unser beider Namen bedanken. Wir sind sehr gerne hierher gekommen, auch unabhängig von diesem wunderbaren Banner. Ich stand davor und hat gesagt, oh Gott, bin ich so groß. Aber es ist sehr schön, auch da Frau Oschmann, auch herzlichen Dank. Und den Mitarbeitern, die wir ja alle kennengelernt haben, Herrn Melchior, Frau Elisabeth, ich weiß, glaube ich, Familiennamen weiß ich nicht genau, und die beiden jungen Herren. Genau. Musst du mir helfen? Das ist Timo Matthijs. Ja. Und Christian Mellinger hat vorher anschauen auch hier, ja, aber die Namen habe ich jetzt nicht parat. Also Ihnen allen auch ganz, ganz herzlichen Dank und ich könnte mir keinen besseren Ort für die Arbeiten vorstellen, als wir sie gefunden hatten in Petit Roncel und jetzt eben auch hier in diesem Haus. Herzlichen Dank, dass wir da sein durften. Ich weiß nicht, ich sage ja immer, er macht die Kunst und ich mache die Worte. Ich möchte nicht alles wiederholen, aber ich möchte nur diese Gelegenheit, diese Ausstellung weiter zu hochstellen. Das ist schon sehr für mich sehr Freude gemacht und irgendwie weiter dieser Richtung etwas prägen möchte. Und dafür bedanke dieser Organisation und Zuschauer und Betrachter bedanke. Ja. Vielen Dank. Tut mir leid, meine Sprache ist ein bisschen so. Gut, die Werke werden Sie sehen, die sprechen für sich. Damit würde ich sagen, ist die Ausstellung,
ist die Ausstellung eröffnet. Sie sind ganz herzlich zum Umtrunk eingeladen. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, es gibt einen Büchertisch der Buchhandlung St. Johann. Es gibt aber auch Bildmappen von Seiji Kimoto. Sie können sich das heute Abend auch signieren lassen. Also schauen Sie sich die Werke intensiv an, kommen Sie ins Gespräch. Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.